Hallo, willkommen zu meinem FTL Let's Play, zu meinem ersten und letzten FTL Let's Play. Und ja, ich spiele eine Runde FTL. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich nicht kennen. Und ja, ich spiele dann gleich meine Runde. Zwei Sachen noch. Erstens, das ist nicht das Hauptmenü. Das habe ich jetzt einfach mal übersprungen. Finde ich jetzt nicht wirklich relevant. Und ja, das ist die Galaxiekarte, die wird jedes Mal neu generiert. Und dann springen wir doch gleich mal weiter. Oh, da habe ich schon, bin ich auf einen Rebellenschiff getroffen. Das greift mich natürlich gleich an. Da werde ich natürlich Gegenwehr leisten. Ich visiere jetzt gleich mal seine Waffen an. Achso, okay, dann halt nicht. Ich habe gerade bemerkt, dass der mit seinen Waffen nicht durch mein Schild kommt, weil das beides Beamwaffen sind. Das ist eine Beam-Drohne. Das ist eine Beam-Waffe. Und die haben in der Regel, jedenfalls die Schwachen, keine Schilddurchdringung. Und können somit nicht durch mein Schild kommen. Die epische Musik im Hintergrund. Bam, bam, bam. Und noch eine Salve und er ist kaputt. Gut, was ich noch sagen will, ja, du kannst dein Schiff selber benennen im Hauptmenü. Oh, die wollen jetzt aufgeben. Nö, das sind Rebellen, die vernichten wir. Zu der Story. Du bist halt in einer Allianz und ja, du hast deine Flotte verloren. Also bist nicht mit denen hinterher gesprungen gekommen und willst jetzt wieder zu denen, also verfolgst die halt, und die auf der Spur sind aber die Rebellen und die versuchen dich natürlich aufzuhalten und dich zu zerstören. Du kannst deine Charaktere selber benennen, ist aber eigentlich egal, weil die so oder so nur für einen Durchgang sind. Oh, da helfen wir doch gleich mal. Also, ich bin jetzt in eine Galaxie gejumpt oder halt in ein Sonnensystem und von hinten kamen ein paar Laserschüsse an dir vorbeigehuscht und es sieht so aus, als wären da also Unschuldige, also Zivilisten attackiert von Piraten und natürlich helfen wir denen natürlich sofort. Ist ja logisch. Also ich habe zwei Waffen am Anfang, den Burst Laser, das ist so ein Dreischusslaser. Macht einen Schaden pro Schuss. Zack, zack, zack. Oh, da hat einer verfehlt. Schade. Und die Artemis, das ist eine Rakete, die macht zwei Schaden und braucht natürlich eine Rakete. Also eine Munition. Oh, er trifft mich dauernd. Oh, da ist jemand aufgepoppt. So, dann wollen wir gleich mal. So, Waffen habe ich jetzt schon mal disabled. Also unfähig gemacht. Und noch eine Salve, dann ist er tot, dann sieht man auch um sein Leben, er hat noch zwei und mit der Regel kommen Massageschüsse durch und da haben wir ihn auch schon. So, jetzt habe ich einen Throne Part gekriegt, zwei Sprit und 11 Scrap, das ist die Währung, also mein Geld. Wo springen wir hin? Gehen wir in den Nebel, da kommen die Rebellen nicht so schnell hinterher. Das werde ich euch gleich zeigen. Oh, ins Asteroidenfeld. Nicht gut. Also jetzt sind wir auf Piraten gestoßen. Greifen wir die natürlich an. Ich meine Rebellen. Das Problem ist im Asteroidenfeld, genau das ist das Problem. Wollte ich euch gerade sagen. Aber da haben sie mich schon erwischt. Oh, die setzt mir doch gerade ganz schön zu. Ich kann leider meine Türen gerade nicht bedienen, weil... Oh, oh, oh. Jetzt, also jetzt wird's heftig hier. Ich werde hier gerade ziemlich zerfetzt. Es brennt auch schon. In allen Bereichen. Nee. Wenn, dann zerstören wir sie jetzt schon noch. Das kriege ich noch hin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Au, au, au. Au, 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 au. Au. Die haben mir jetzt zugesetzt.
Okay. Versuchen wir erstmal das Schild zu reparieren. Bevor hier wieder Asteroiden kommen und mich treffen. Die versuchen gerade die Türsysteme zu reparieren. Das haben sie jetzt auch geschafft. Jetzt kann ich nämlich das ganze Feuer hier ausblasen lassen. Indem ich einfach den Sauerstoff klau. Okay. Na, ah, und schon ist einer verreckt. Okay, ich sehe schon, die Runde wird nicht lang. Es läuft gerade überhaupt nicht gut. Also so schlecht lief es noch nie. Okay, das ist echt fatal, was hier abgeht. Mal gucken. Ah, da ist ja gar kein Sauerstoff. Ja, Hammer, und er läuft trotzdem weiter. Und nur noch ein Crewmember, und wenn der jetzt auch noch stirbt, dann können wir gleich neu starten. Mann, habe ich euch super viel vom Spiel gezeigt. Das machen wir jetzt gerade, und Main-Menü, dann kann ich euch aufs Hauptmenü mal kurz zeigen. Ja, so sieht das Ganze aus. Optionen gibt es nicht viel. Ja, egal. So, hier haben wir jetzt dieses Interface oder halt das Hauptmenü. Man kann verschiedene Schiffe auswählen, muss man natürlich alle freispielen. gut. Ich habe jetzt bis jetzt die 3 freigespielt, das ist das Hauptschiff. Also im Endeffekt habe ich das nicht freigespielt, denn das hat man von Anfang an. Das habe ich freigespielt und das. Gut, ich nehme das Hauptschiff, um euch mal nicht zu viel zu verraten. Dann gibt es auch noch ein anderes Layout für dieses Schiff, also andere Farbe, andere Waffen und andere Besatzung und andere Raumverteilung. Und ja, das muss man auch freispielen durch diese Aufträge hier. So, gut. Dann benennen wir das Schiff jetzt mal um. Wir nennen es USS Let's Play. Und das Problem ist, dass das Z und das Y hier vertauscht ist, weil das Spiel für die amerikanische Tastatur gemacht ist und da ist das halt eben vertauscht. Gut, dann benennen wir den hier noch um. Einfach nur Hans. Und du bist nicht Mr. Buga, du bist Dr. Oh, Punkte kann man nicht machen. Dr. Wurscht. Nee, das ist Kacke. Wie nennen wir ihn denn? Dr. Lang. Irgendwie asiatisch, finde ich. Naja, gut. Und Lauren haben wir noch dabei. Und wir starten auf normal. Und start. Und hier steht, hier oben steht halt das, was ich euch vorher erzählt habe, dass ihr ein Föderationsschiff seid und dass ihr halt auf dem Weg seid, der Flotte hinterher zu springen und bla bla bla. Eigentlich relativ unwichtig, die Story nach meiner Meinung. So, gut, da unten wäre ein Store, aber ich habe nur 10 Geld und damit kann man sich nicht viel kaufen, deswegen springen wir jetzt erstmal woanders hin. Und nichts. Hier ist absolut gar nichts. Toll. Fängt ja schon mal gut an, das Spiel. Oh! Also eine automatisierte Drohne ist hier. Und ja, gut. Greifen wir jetzt gleich mal an. Steht immer noch ein kleiner Text, wie ihr seht, da, dazu. Okay, er hat meine Waffen gelähmt. Mit diesem Ion-Schuss, also mit dem hier. Jetzt hat er nur mein Schild lahmgelegt. Gut, ich muss jetzt versuchen, relativ schnell auf sein Ding zu gehen. Auf seine Waffen. Ja, fängt schon fast so gut an wie beim letzten Mal. Auf jeden Fall. Ist schon ganz geil hier, wie das hier schon beginnt. Kannst ja schon mal hier reparieren. Da kann man das wegmachen dann. Du kommst gleich mit. Du machst ja wieder Luft, die Türen zu, dass da wieder Luft nachgepumpt werden kann. Und, ja. So,
Reparieren wir das noch und bam, da haben wir es zerstört. Und was kriegen wir? 14 Geld oder halt Scrap. Ein Drohnenpart, die braucht man für Drohnen. Und 3 Schibirit. Reparieren wir gleich mal. Hier kann ich mein Schiff upgraden. Hab aber im Moment eigentlich nicht genug für das, was ich will. Hier sieht man seine Crew. Kann man auch entlassen. Und hier sein Equipment. Und ja, dann wollen wir seine Subsysteme, Subsystems. Und ja, hier kann man alle Türen öffnen. Seit dem neuesten Patch öffnet es aber nicht mehr die Außentüren. Finde ich gut. Und alle Türen wieder schließen. Gut. Du kannst, ja, habe ich ja schon das meiste erzählt. Gut. Oh, gleich mal weiter. Okay. Schon wieder so ein Ding. Ich könnte jetzt den Konflikt ausweichen oder angreifen, aber ich greife natürlich an. Weil nur so kriegt man natürlich Beute. Ist, aber man geht natürlich auch ein Risiko ein. Ich habe jetzt die Energie von der Medic-Station auf den Antrieb übergeleitet, dass ich ein bisschen mehr Ausweichchance habe. Oh, da hat er mich gleich mal getroffen. Aber ich ihn auch und er hat keine Waffen mehr. Oder er kann seine Waffe nicht mehr benutzen. Der Burst Laser greift jetzt weiter an, hat nur einen Schuss getroffen. Wir greifen jetzt auf die Schilde an. Oder wobei, gehen wir auf das. Weil, wenn man das Cockpit zerstört, oder halt außer Funktion setzt, können sie nicht mehr ausweichen. Jetzt können sie nicht mehr ausweichen. Und jetzt noch eine Salve und danach noch eine und dann müssten sie kaputt sein. Ihr seht, repariert sich die von selber. Normalerweise machen das Menschen, aber das ist ja eine Drohne, die macht das automatisch oder halt selbst. Ist also unbemannt das Ding. Gut. Und da haben wir sie schon. Und ja. Oh, und ich hatte noch einen Außenposten und in dem lag auch nochmal Zeug drin. Gehen wir zum Store und dann springen wir so durch. Ich hoffe, es reicht, weil da hinten sieht man ja schon die Rebellenflotte und wenn die dich hat, dann musst du mit einem relativ starken gegen ein relativ starkes Rebellenschiff kämpfen und das ist am Anfang nicht so gut und auch später nicht so gut. So, ich könnte jetzt hier meine Hülle reparieren, interessiert mich aber nicht. Ich könnte ja Zeug verkaufen, interessiert mich auch nicht, da ich mein Equipment brauche. Also machen wir hier eigentlich gar nichts und ich springe mal eine Sektion weiter oder halt ein Sonnensystem. Ah, okay. Das sind also Piraten. Und ja, die wollen uns natürlich angreifen. Wie immer. Dass die nie freundlich sind, frage ich mich auch mal. Oh, da haben sie unser Dings getroffen. Unser... Ja, Sauerstoff. Das wird jetzt nicht mehr reproduziert. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich hab's heute nicht so. Und jetzt noch eine Salve und dann sind sie tot. Hoffe ich jedenfalls. Und da haben wir sie. Hat auch noch ein bisschen Geld gebracht. Oh, ich weiß nicht. Das jetzt schon zählt. Warning. Das werden wir gleich sehen. Oh ja, es zählt. Und da haben wir schon das Gute. Und hier, ihr seht schon zwei Schilde. Waffen, Waffen, Waffen. Ich versuche jetzt die Waffen anzugreifen und halt wegzuspringen. Weil wenn man diese Schiffe besiegt, kriegt man keine besonders gute Sachen, sondern man kriegt nur einen Sprit. Das war's. Und als Begründung, weil man kann sie ja nicht looten und halt durchsuchen, wenn ihre Flotte im Hintergrund ist. Macht natürlich auch Sinn. So, da oben lädt sich mein FTL, also mein Faster Than Light Antrieb. Ich weiß nicht, die Artemis lasse ich jetzt mal checken, die Rakete. Gehen wir auf die Waffen. Nehmen. Ich hoffe einfach, dass
die noch weiter vorbeischießen und mein FTL schnell genug geladen ist, bevor die mir erheblichen Schaden zusenken können. Ach, schade, da wieder daneben. Okay, getroffen. Oh, das war jetzt auch nicht so gut, aber jetzt können wir springen. Ich spring gleich mal hier hin. Mal gucken, ob da was ist. Ich hoffe nicht. Oh, oh, die wollen nichts von uns, die geben uns sogar was. Das sind Piraten, die sind freundlich und die wollen uns eine Gabe geben, dass wir sie nicht angreifen. Das akzeptieren wir natürlich, weil unserem Schiff geht es im Moment auch nicht so gut. Und jetzt einen Kampf anfangen, nee, muss nicht sein. So. So, jetzt können wir unser Schiff mal upgraden. Ich habe auf die Schilde gesetzt. Jetzt haben wir zwei Schildbars, wenn ich es denn mit Energie versorgen kann. Sehe, zeige ich euch gleich. Aber jetzt lasse ich erstmal den heilen. Ah, Dr. Lang war unser Waffenmeister und Lorne war unser Schild. So. Und jetzt haben wir jetzt zwei Schild. Also wir können jetzt zwei Schüsse abwehren, je nach Waffe natürlich. Gehen wir mal in den Nebel, da kommen sie uns ja nicht so schnell hinterher. Oh, das ist jetzt ein Ionensturm. Oder, oh, Plasmasturm. Und der zieht halt maximale Energie. Also vier Balken weniger habe ich jetzt. Und ja, das sieht man auch schon, dass das nicht so gut ist. Aber die natürlich auch. Also deren Waffen funktionieren auch nicht ganz so. Das Problem ist, ich verliere jetzt an Sauerstoff, weil ich nicht genug Energie habe. Oh, ich hatte noch eine Energiebar. Oh, er trifft mich doch relativ hart mit seinen Waffen. Weil die Drohne schießt immer mein Schild weg und dann kommt der Laser und greift mich an. Aber ich müsste ihn gleich auch relativ stark treffen. Und seine Waffen ist stable und er will aufgeben. Nö, sagen wir nein, weil in der Regel kriegt man mehr, wenn man sie zerstört. Also dann zerstören wir die gleich, schicken den noch rüber, da darf das schon mal reparieren. Und das war's dann auch. Gut, wir können jetzt nicht springen, weil wir keine Energie auf dem Antrieb haben, aber das ändern wir ja natürlich gleich. Und, oh, das ist ein Hilferuf, aber wir gehen erstmal da runter. Und was finden wir hier? Oh, ein neutrales Schiff. Deren Waffensysteme sind... What the hell auch immer? Ah, okay. Also, die wollen, dass wir sie... Deren Waffensysteme funktionieren anscheinend nicht. Richtig. Und die haben jetzt Angst wegen den Piraten. Halt... Wegen ihrem Waffensystem können sie sich nicht wehren und haben Angst, dass sie jetzt von Piraten angegriffen werden. Und deswegen fragen sie uns, ob wir sie eskortieren können. Natürlich machen wir das, kriegen wir noch einen Sprit dazu und einen Questmarker in den nächsten Sektor. War doch mal nicht schlecht. Also, das Stress gehen wir jetzt auch noch. Ah, da ist wieder so ein Chef, was in den Felsen feststeckt. Versuchen wir mal drauf zu schießen und... Oh je. So schnell. Gesteinstrümmer haben uns getroffen. Oh, ich könnte mal hier wieder drauf gehen. So. Gut, na, probieren wir noch und dann gehen wir darüber. Oh, das sind Sklavenhändler. Die greifen wir natürlich an, weil bei Sklavenhändlern ist es immer so oder in der Regel so, dass wenn man sie angreift, sie einen anbieten, einen Sklaven zu geben. Und mehr Crew heißt immer mehr Besatzung, ist immer gut. Oh, der... Ah, gut, der hat verfehlt. Und meine Waffen sind auf deren Schilden abgeprallt. Oh. Ja, okay, das war nur eine normale Rakete, das geht dann schon. Getroffen. Und sie wollen einen Sklaven als Tribut anbieten. Natürlich, da haben wir einen. Wie ihr seht, ist das kein Mensch, sondern ein Alien. Und
Die Aliens haben dann immer verschiedene Spezialfähigkeiten. Gehen wir mal drauf. Hier, das ist Mantis. Und der hat Double Damage im Combat. Also, wenn zum Beispiel Personen auf meinem Schiff sind und er kämpft mit denen, er ist 1,2-fach so schnell wie die. Aber er ist im Reparieren und die Hälfte gut. Also, er hat auch Nachteile. So. Und ja, gehen wir Exit. Gehen wir in den nächsten Sektor. Und gucken, ob. Hoffen wir, dass es da weiter läuft. Ich könnte jetzt Raketen verkaufen für Schrott oder halt Geld. Aber das mache ich nicht, denn ich brauche die als Bewaffnung. So, in den nächsten Sektor, NG oder Pirate. Ah, nehmen wir NG Controlled Sektor, weil hier kommen noch ganz viele feindliche Sektoren und das ist dann doch ein bisschen schwer. Oh, da ist die Quest. Da gehen wir dann gleich mal hin. Oh, wir haben deren Schiff jetzt exportiert und anscheinend können wir jetzt mit denen handeln. Jetzt habe ich das mal mit dem Schiff repariert und versuchen wir zu dem Distress zu kommen und von dem Store dann darüber. Hier sind verdammt viele Shops in dieser Gegend. Young Mantis in charge. Okay, also da ist ein Typ auf euer Schiff gekommen, ein Mantis, also einer von den Hansis da, und der wurde anscheinend gefangen gehalten oder wird gesucht von den NG, ich weiß es auch nicht, und er fragt jetzt nach Beschützung, also dass wir ihn beschützen sollen, und jetzt fragen uns halt die NG, ob wir. Also, wir können jetzt die Engis angreifen und diesem Mantis vertrauen, oder wir holen für eine kleine Beute, geben diesen Mantis an die Engi, und das machen wir auch gleich. Ah, er hat noch etwas Schaden gemacht, aber wir haben Geld gehalten. Okay. Normalerweise drücke ich immer das andere, aber dann stellt sich raus, er ist ein Betrüger und macht unser Schiff kaputt. Also, hä? Weiß nicht, vielleicht wäre dieses Mal das andere besser gewesen. Oh. Also, das ist ein Schiff ohne Lebensform an Bord. Und wir gehen natürlich auf das Schiff. Und. Also, wir haben da jetzt jemand. Also, das ist eine Stasis-Kammer. Und jetzt können wir die nehmen oder die Waffen. Was nehmen wir? Ich nehme die Stasis-Kammer mit dieser Person. Ah, da haben sie. Irgendwas ist da drin, aber sie ist kaputt. Und vielleicht kann es jemand ja reparieren. War jetzt die Aussage dieser Kammer. Na guck. Oh, hier ist wieder ein Job. Hier können wir wieder Sachen kaufen. Und die können wir für 15 verkaufen, aber das machen wir jetzt mal nicht. Und wir reparieren unser Schiff. Und das war's auch schon. Wir holen uns noch einmal mehr Energie für unser Schiff. Das können wir auch außerhalb des Stores machen. Und fliegen weiter. So. Okay. Aha, ja. Also haben wir jetzt die beschützt und haben dafür von diesen NG-Zeug erhalten. Greifen wir natürlich wieder an, dieses automatische Schiff. Gehen natürlich gleich auf die Waffensysteme.
Und so. Jetzt haben wir schon 20% Chance auszuweichen. Und weich mal aus. Nein. Er hat voll getroffen. Finde ich gut. So, jetzt. Aber ich habe sie immerhin auch gut getroffen. Greif mal die Waffen an. Noch zwei Salven und die haben wir erledigt. Oder auch nicht. Ah, gut. Im Moment läuft es besser als beim letzten Mal. Wesentlich besser. Ah, komm. Noch eine Salve. Und bam, bam, bam. Und da haben wir sie zerstört. Und ein bisschen Zeug erhalten und... Oh, da hinten ist noch ein Hilferuf. Und ich sag euch gleich, das ist das Letzte, was wir machen. Und danach beende ich das Let's Play. Oder halt das Let's Test oder Let's Vorstell, wie ich sie es auch immer nenne. So, greifen wir sie gleich mal an. Immer dasselbe, immer auf die Waffen. Funktioniert bis jetzt eigentlich immer sehr gut. Weil die haben Raketen und ich hasse Raketen. Raketen durchdringen ja mich und euer Schild und treffen euch direkt. Außer ihr weicht natürlich aus. Deswegen gehe ich bei Leuten, die... Oh, er betreibt jetzt seinen Antrieb und versucht abzuhauen. Das muss man natürlich verhindern. Greifen deswegen gleich mal den Antrieb an. Aber ich glaube, das ist nicht zu spät. Ich habe jetzt auf Pause gedrückt. Mal gucken, ob meine Rakete noch ankommt, bevor die... Oh, das war knapp. Oh, da fliegt noch eine Rakete. Und ja, hiermit beende ich mein FTL Let's Play. Und wir sehen uns vielleicht bei einer zweiten Folge. Bin mir noch nicht ganz sicher.